ist, ist immer das Beste. Na klar. Einer will dabei machen und tun und verändern, dann ist alles scheiße. Ja, das ist doch Quatsch. Das ist genauso Musik live. Film ist live, live ist immer Musik live, klingt ganz anders. Ein bisschen knistern darf das auch gut, verstehst du? Mikesh. Was ist denn der Name hier? Sag mal hier so im Allgemeinen, Kater Mikesh. Aber der macht mir viel Freude. Läuft er auch manchmal über den Gang, oder? Er geht hier raus morgens, eine Stunde nach draußen, dann kommt er wieder rein. Das ist dann, er hat, weiß er, der kriegt auch was zu fressen. Ja, und dann gelernt, ja, das ging ja vor, ich musste ja einen Beruf haben. Ne, und dann kam ich ja in die Lehre, da hatten wir früher Landwirtschaft zu Hause und so eine kleine Brauerei. Nicht wie das so früher, 30 Schweine, 5 Kühe, Papa hat als Zimmermann gearbeitet. Nicht, und da wurde alles aufgegeben, alles verkauft, ja, weil ich konnte ja nichts mehr mitmachen da. Ich musste ja zur Schule. Ne. Ja, in der Lehre, in der Schulzeit habe ich ja noch das mitgemacht mit Mama. Morgens zum Melken und dies und jenes und was da so alles drum und dran war. Ja, hallo. Ja, und dann die Lehre hatte ich ja dann beendet und dann ging das auch los mit der Musik, mit der Tanzmusik bei mir. Ich konnte ja gar nicht tragen. Und mit 8 Jahren kriegte ich den 100 Concerto 3, so ein großes 72 Bass und 5 Register hier. Ne? Ja, Mama und Papa mussten mich dann immer hinbringen zum Unterricht. Ja, dann, das habe ich durchgezogen bis zu meinem 16. Lebensjahr. Und dann fing das mit den Kapellen an. Habe ich mit den Neustars angefangen, Wolfgang Papal. Und wir haben uns getroffen bei Lachmann. Und Lachmann war ja früher, das ist ja heute auch noch up to date. Das finden ja Oldie Nights und sowas. Jedes Jahr findet dann eine Oldie Night statt. Dann kam eine Phase, dann waren wir so gut im Geschäft, dass wenn wir nach Wilhelmshaven gefahren sind, in Farmerville haben wir denn, ich habe tagsüber gearbeitet als Dekorateur, da hatte ich einen Ford P3, ich weiß nicht, so eine Badewanne, alles hinten rein, dann haben wir dann gespielt da von 8 bis 12 und dann wieder nach Hause, jeden Tag, dann haben wir so als Profimusiker gemacht, ne, und ja, das klappte ganz gut und dann lernte ich die You Midnights kennen, Benny Schulz, Günter Rischke am Schlagzeug, Heini Volkmars am Bass, ich mit meiner Wenigkeit mit der Orgel und Akkordeon und da haben wir uns dann gegründet. Die Hits von damals so, was Paul Mary, Hey Tonight und so Rollo Beethoven,
Das war dann Jumeirah. Und die kamen dann ja schauen, weil sie haben in Jeddelo Musik gemacht, abwechselnd mit Bokel. Da ist das alles in Oldenburg und zu. Ne? Da haben wir dann unser Einzugsgebiet gehabt, wie man so schön sagt, rumgebildet. Ja, das war ja nun mal eben so mit der. Ne, ist ja nun mal. Frauen laufen man ja auch nach, denn hier kann man ja auch nicht. Was soll man da auch zu sagen? Ja, und dann haben wir das, dann lösten wir uns auf. Und dann haben wir dann die United vorgegründet mit Ludwig Eilers, Jimmy Schimmelpfennig und Roland Grosser am Schlagzeug. Jimmy Schimmelpfennig, der spielte Bass damals. Und das war dann die neue Formation. Spielt mir dann abwechselnd bei Villos in Obolete und in Großen Kneten. Ich habe immer gesagt, Massage gesagt. In Großen Kneten haben wir dann abwechselnd gespielt. Aber das war enorm, was da los war. Das habe ich nachher nicht mehr wieder erlebt. Und dann ging das eigentlich, dann haben wir uns getrennt und dann ging das auch so langsam zu Ende mit meiner Musik. Ich war doch mit Jimmy in Fehmarn gewesen, der hat doch da Konzerte gegeben. Und ich hatte vorher schon in Oldenburg Red Balloon einen Abend Disco gemacht. Progressive Cream, Emerson, Lake and Palmer und solche Gruppen habe ich da aufgelegt. Frank Zappa war noch gar nicht so up to date, aber Jimi Hendrix war up to date. Cream mit Jack Bruce und diese Musiker alle von früher, die alten. Ne? Die habe ich denn da einmal nicht gespielt und der Laden war voll. Voll, alles natürlich langhaarige und so war ja ganz klar. Nicht? Und dann war dann noch Krammermarkt, immer wenn viele und ist ja Krammermarkt, macht ja nicht. Und dann ging das dann weiter. Die Tanzfläche war nicht größer wie hier, so eine runde Tanzfläche. Und dann standen da alle drauf zu hampeln und ich habe da oben mitgehampelt, ist ja Krammermarkt. Weiterentwicklung, Musik weiterentwickeln. Ne? Ich wollte nicht stehen bleiben. Ne? Und dann kam das, dann habe ich das gemacht, das und dann kam ja Billard im Tiffany. Der Besitzer ist Tulti Moro. So, und der spielte ich eine Billard und ich auch. Dann ging das nachher um 2.500 Mark, wohlgemerkt. Ich sag, und jetzt, was ist gewonnen oder nichts oder verloren? 2,5 her, hier über den Tisch. Nee, sagt er, wir machen das anders, läuft sowieso nicht. Übernimm du den Ladenmann hier, nee, und dann ist gut. Ja, so, das können wir ja machen, alles klar. Und so war das Ziffer nicht geboren. So einfach ging das. Ich habe nicht aufgebaut, ich habe abgebaut. Und da habe ich angeschrieben, Poverty, Blues, Rock. Und dann ging das Name das auf und die Türen und alle jungen Leute kamen da rein. Alles junge Leute. So, und dann waren die Mütter und Väter, die haben, oh, in der Hölle da, oh, das bloß nicht. Und dann haben die verbunden, die sind trotzdem gekommen. Der Laden lief wirklich very nice. Wäre am Wochenende, kannst du sagen, da liefen 2.000 Leute. Papa hat sogar mitgeholfen. Mama hat Putzfrau gemacht. Ja. Mit dem Uwe, mit dem Schmuddel-Uwe, der läuft, ich weiß nicht, ob der hat so lange Haare, der ist immer im Musikstechen, Schmuddel-Uwe heißt der.
Der hat mit Mama bei mir sauber gemacht. Tante Frieda kam dann nochmal und der immer, dann habe ich, Mama war das zu viel, dann habe ich eine Putzfrau extra gehabt. Ne, und das ging alles Hand in Hand. Die konnten an die Kasse ran, die Bedienung Zilli, Tina, Frank Jensson, Uwe Greimann und die haben dann das Tiffany geschmissen. Mit mir, ich bin immer zu ihnen rumgetornt. Ich bin ja dann, wie soll man sagen, ich habe das nur, ich sag, wenn die Musikrichtung nicht stimmte, bin ich selber rangegangen. Ich sag, schenk du mal ein paar Getränke aus, ich mach Fischmonash jetzt hier. King Willkamp oder sowas, ne. Oder Hard Red von Zappa, ne, das lief immer. Da standen die vor den Boxen nachher, die großen Boxen, die kriegte ich ja später von Spektakel. Das sind ja die ehemaligen Boxen von Pompeji, wo Pink Floyd da 15 und da 15 stehen hatte. Die kamen extra von London rüber. Und dann kam eine neue Endstufe, neue von Crown eine Endstufe, Sunflowers Equalizer, 12 Kanal links, 12 Kanal konnte ich das alles so verändern. Und dann Chaitonic, da hatte ich an Ketten hängen mit Federn. Nicht, das konnte ich dann so hin und her. Garat, Plattenteller drauf, Chaitonic ist die Marke. Konnte ich auch Nebenboxen noch, habe ich ja noch hinten noch extra Dino Kaufboxen für den Sound, damit ein bisschen Pseudo-Quattro da waren. Und das habe ich dann gemacht. Ja, das war wunderbar. Und dann habe ich immer abgebaut. Van Ellis ist Bänke. So wie man so in der Diskothek so Bänke macht. Ich ausgerissen, alle Sofas reingestellt. Ja, klar, und vorne in der Kneipe Holzdinger als Tische. Ne? Und dann waren noch so alte Bänke von mir, die habe ich da einfach alles schwarz angestrichen. Tiffany hat mich so geprägt, rein vom Feeling her. Ich wollte immer weiter. Kein Stück Punk und sowas gab es bei mir ja noch nicht. Das war ja noch nicht angesagt bis 77. Funk war noch angesagt. Also richtig progressive Musik, auch deutsche, habe ich auch gespielt. Jane oder sowas habe ich auch bei mir laufen lassen. Ne? Oder wie hieß es? Gamma Ray von. Mensch, Gamma Ray. Das fängt so mit einem. Und dann setzt er dann ein. Ja, ne? Ja, das ist so gewesen damals. Ne? Das ist doch schön, ist das auch. Das kann mir keiner nehmen. Das kann mir wirklich keiner nehmen. Ja. Die Entwicklung geht immer weiter, musikalisch. Ich bin mit so ein paar angefangen und hatte nachher so einen Stapel bis zum Bild da, ist auch abgebildet. Das habe ich ja alles vom Feinsten, nur progressive Musik. Oder Steely Dan und sowas, Genesis und die habe ich alle gespielt. Pink Floyd, auf jeden Fall die LPs, das war das Neueste auf dem Markt. Die habe ich von Amsterdam geholt, da bin ich auch mal nach London gefahren. Wirklich, nur vom Feinsten habe ich gesagt. Die kamen ja an, guckten noch einen Plattenteller. Nächsten Tag oder Montag im Plattenladen konnten die nicht, haben sie. Oh. Ich hab nur alles für meine Gäste getan. Oder wenn eine Hauerei war und der nicht bei mir reingehörte, dann habe ich gesagt, bitte geh nach draußen. Dann habe ich jemanden Glas reingekriegt, wie man vielleicht noch sieht. So habe ich auch ein Mädchen, die war nicht alt genug, habe ich gesagt, die möge doch nach Hause gehen. Und unverhofft, so wie das ist, zack, kriege ich das von einem da ein Glas rein. Ein ganz schöner Kerl. Und dann ging ich erstmal K.O., das wusste ich gar nicht. Und dann Uwe war der da, weiß ich gar nicht mehr, Uwe, hat die Polizei benachrichtigt und den haben sie auch gestellt. Die waren am Trampen, ne? Und dann haben sie den, Uwe hat die beschrieben und dann. Haben Dinge aber Verfahren eingestellt. Ne? Als Wirt musst du das in Kauf nehmen, sagt der Richter. Ne? Ja, haben Sie selber Schuld, Herr Penning. Warum machen Sie sowas? So eine Diskothek, ne? Warum machen Sie sowas? Ja,
Und dann habe ich einen noch auf der Sonne immer gehabt. Da musste ich jetzt unbedingt hin, in meinem Zustand. Und dann habe ich gesagt, er will nie wieder in meinen Laden. Das war ein Halbstarken, war das so Halbstarke. Und die wollten einen Breiten machen da bei mir. Ne? Und da habe ich dann gesagt, oh, lasst euch nie wieder bei mir im Laden blicken, so Halbstarke. Ne? Die haben ja keine so Motorradfahrer, waren ja, das war ja Lederjacken, das war ja alles in Ordnung. Aber das waren ja so Halbstarke. Ne? Die waren ja nur auf Hauerei aus. Ja, die hatten auch bei mir keine Chance. Das weiter, ich wollte ja immer mehr. Ne? Ich wollte ja immer mehr. Und dann ja, habe ich natürlich auch Kontakt mit Drogen. Das, ach ja, das erste Mal bei Jimmy ging der Joint rum. Ne? Das ist ja ganz klar, das bleibt ja nicht aus. Ne? Ne? Man will ja nicht um den Brei umzugehen. Ne? Ja, da bin ich das erste Mal da. Und dann in Tiffany haben sie mir mal einen eingeklinkt, da war ich 8 Stunden gut breit. Ne? Ja. Ich wundere mich schon sowieso, wieso gibt der mir einen aus? Ne? Ja, und meiner Frau auch. Ja, das ist alles schön und gut. Er bleibt auch noch stehen. Und ich merkte schon so ein Kribbeln. Ich denke, was ist das? Ich sage, Anne, wie hast du auch so ein Kribbeln? Ja. Warten wir noch mal ein bisschen an. Und das kribbelt immer mehr. Ich sage, das stimmt doch was nicht. Hat der uns einen eingeklinkt oder was? Ich sage, du komm mal her, Blankmeister. Hast du uns hier einen eingeklinkt? Ich sage, nö. Muss er ja gewesen sein. Wo soll das denn, wer soll das denn sonst gemacht haben? Ich sag, du, pass mal auf. Wenn das jetzt nicht aufhört mit meinem Kribbeln hier und mit meinem Zustand, dann verschwindest du ganz schnell und kommst nie mehr wieder. Das ist scheiße. So eine Pille einklicken, da bist du 8 Stunden drauf. Du kommst nicht so schnell. Wir holen Betten. Und meine Frau sind nach Hause gefahren. Ich dachte, da kommt alles Panzer auf mich zu. So ein Gefühl ist das. Und Farbenflash. Und das ganze 8 Stunden. Ne? Oben bei mir in der Wohnung, ne? Da ging der Joint natürlich auch um. Was will man da machen? Man steht ja hilflos da. Dann zeigen sie einen den Vogel. Ne? Doch, so. Stimmt doch. Komm her. Ja, wisst ihr, was im Haus treten. Ja. Aber in Wirklichkeit war da wirklich ziemlich was los. Und dann war ja auch Razzia, da habe ich eine Nebelmaschine gehabt. Ja, da habe ich natürlich die Nebelmaschine angeschmissen. Ne? Und dann konnten sie suchen. Ne? Das war alles in einem Suchfahrzeug. Die kamen alle dem Bruder vorbei, war Nebel weg, man kam sie alle wieder an die Tasche gestellt. Ja, so war es alles. Ne? RD war gegenüber oben im Fenster immer am Drehen. Wenn er jetzt ein- und ausgeht und macht den Scheiße. Mit Tiffany fiel ja mit da habe ich die Python. Die hatte ich ja aus Köln gekriegt. Jetzt kam die Leier mit der Python. Da habe ich auch einen Spaß mit gehabt. Die rechnen die ja nicht mit, wenn ich die so überhaupt nicht. Entschuldigung, so am Zucken alles. Ja, da habe ich alles meine Strafen für gekriegt. Und für die Python sowieso, da war ein Fahrkartenkontrolleur, da habe ich eine Anzeige für Tiffany 4 Jahre und Boutique aufgegeben. Und das dauerte etwas länger. Und jetzt kam ich wieder raus und da sah ich wohl, wie der da bei mir am Autobahn Knöllchen untersteckte. Und ich hatte meine Python hinten im Kofferraum. Ich sag, komm mal her, ich bezahle das gleich, man muss ihn mit zum Kofferraum kommen. Ja, er kann auch das sagen, wie die schon hochkam, ich hab mir die umgelegt, das war ein Witz. Da rannte der wie ein Geistesgestörter in den NWZ rein und dann ich auf Spaß hinterher, nicht, weil ich ja sowieso nichts zu verlieren hatte, weißt du.
Ferkel an der Leine, Kaninchen und am Zylinder. Das Bild hast vielleicht gesehen, wo ich da am Schlagzeug sitze. Das ist ja gut gelungen, das ist ja mein Aufhänger sowieso. Das gehört nur mir. Da kann keiner mehr was mehr machen. Wir haben halt gerade die Rolle nicht mehr gemacht. Da muss ja eine Genehmigung für. Wenn du Tier, eine Schlange, eine Spinne und so. Ja. Das war damals ja alles noch nicht da. Yeah. Da gab es ja noch keinen. Dann hätte ich das gemacht, wenn man nicht nur ein gesetzlich gekommen mit euren Wollen. Das war damals alles lockerer. Also viel lockerer wurde das alles gesehen. Und wie ist es jetzt so, sich selbst im Film zu sehen? Schön. Und die Tränen in den Augen. So nimmt mich das mit. Ja, ich finde, haben wir gut gemacht damals. Ehrlich, verstehst du? Ich will immer eine ehrliche Augen gewesen. Ich kann auch mal weinen, das gehört immer dazu. Ja, da bin ich. Und Klon auch, ist richtig, der kommt ja auch noch. Den habe ich ja damals in der Innenkammer gespielt. Ja. Mit Martino, Klon August, richtig. Ja. Morgen gehen runter vom Dach für die Kinder. Das muss auch in den Buchern stehen. Ja. Das steht da auch drin. Das fällt nicht jetzt ist alles. Wir kommen mit dir. Wie gut der drauf ist. Ja, das steht da auch alles drin. Auf jeden Fall geht das unter Haut. Das merke ich selber. Und wenn mir das unter Haut geht, dann die anderen, die werden noch zocken. Und das glaube ich mir nur. Du weißt, was ich da hier da tun. Da ist auch Penny. Die allein noch nie. Come on over, baby, roll and shake on up. Listen, come on over, baby, baby, you can hear me wrong. What I'm taking, roll and shake on up. We're trying to shake, baby, shake. I say to shake, baby, shake. I say to shake and baby, shake. I say to shake, baby, shake. Come on over, hold that shake going on. Let's go! Also vor einem Jahr, da haben wir so ein bisschen oder ziemlich viel darüber geschnackt, wie das alles bei dir anfing, wie du auf dem Land groß geworden bist, wie du dann die in den verschiedenen Kapellen gespielt hast, dann irgendwann nach Oldenburg gekommen bist. Du hast den ersten Musik machen. Oldenburg habe ich Musik aufgehört, nachher. Und dann habe ich das Ganze an den Nagel gehängt, weil ich aus beruflichen Gründen. Naja, und dann habe ich ja das Tiffany 1973, in Mitte 73 aufgemacht. Da habe ich das sehr günstig gekriegt, da und ging ja um Billard spielen da und das war ganz schön. Da habe ich dann am nächsten Tag aus Plakate gemacht, Progressive Blues, Rock und dann lief das. Bis Mitte 77, ja bis Mitte 77 bin ich ja verhaftet worden, wegen Körperverletzung und so ein Scheiß da. Was aber, genau ist da passiert? Ja, Körperverletzung. Darf ich fragen, was sie gemacht hat? Schlägerei. Mit wem? Ja, mit Leuten, die da nicht reinpassen. Ja, das ist aber, das ist nicht erwähnenswert, das habe ich so eine große Glocke hängen. Aber trotzdem würde ich, also da würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen, weil du das letztes Mal, also beim letzten Interview, ich habe diese ganzen Tapes, die wir letztes Mal gemacht haben, habe ich alle nochmal komplett durchgeguckt. Du hast an dieser Stelle so ein bisschen aufgehört, als es eben um diese Inhaftierung ging. Ja. Da sprichst du nicht so sehr gerne. Ja, ich spreche nur gerne. Ja. Okay. Das ist nicht so richtig. Geht normalerweise kein Pass an. Ja. Das ist bis dahin und dann ist Schluss. Ja. Tiffany war eine ganz geile Zeit, muss ich sagen. Also ich habe da viel Höhen und Tiefen. Ein Leute haben mir eingeklinkt und also Mist ist da passiert. Da war ich schon drauf und so. Ja, das ist dann auch groß befördert worden. Ja. Das ist das Problem gewesen damals. Die Droge kam dann immer
lernte ich Evi noch kennen. Der 75 und meine Familie weg. Die haben mich dann verlassen. Das sind wir bis heute noch. Worauf ich erstmal hinaus wollte, ist, was eigentlich so jetzt im Laufe des letzten Jahres passiert ist. Ich meine, wir waren letztes Jahr hier, dann war die Ausstellung und plötzlich hast du ja wieder eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen. So, ne? Ja, eigentlich ja, alleine durch den Abend, da sowieso. Da waren sie alle hell auch begeistert, das ging rund wie ein Lauffeuer auch in Oldenburg. Wir haben alle daran teilgenommen, auch hier besucht mich immer ein alter Bekannter noch. Der war auch da und der fand das alles wunderbar. Vor allen Dingen habe ich die Mucke ja auch gespielt. Zappa und so, das ist, das ging ja ab wie Schmitz Katze da. Wischmum, Esch, Santana und was mir das so alles, Fleetwood Mac habe ich da gespielt, Pink Floyd und alles solche guten Sachen, ne? die ich auch bei mir im Laden schon gespielt habe. Ne? Da bin ich ja groß mit, dass der Laden ja auch mit hoch und runter gegangen. Ne? Also hast du denn viele Leute von damals wieder getroffen? Waren viele von damals da, auch hier von Lasso, aus der Umgebung, die hier früher in Scala und Tiffany, die sind ja immer hin und her gefahren. Das ging ja, die Dealer, die kamen an, vertickten hier, sind sie weitergefahren, Tiffany Oldenburg und haben da weiter vertickt. Ne? Und so war das, so kam das alles. Und dann waren ja Razzien da, da habe ich auch noch einen Tipp, dass eine Razzia kommt, ne? Dass sie im Anmarsch sind. Also die Freaks, die sind ja nicht doof, die sehen das ja nicht. Die hatten ja RD am Wagen. Irgendwie, pass auf, die kommen gleich rein. Ja, habe ich die Nebelmaschine angeschmissen und habe gelauert. Ne? Und dann kamen die Jungen mit so großen Scheinwerfer rein. Und ich habe die Nebelmaschine angeschmissen. Und ja, dann sind sie natürlich leer aus. Dann haben sie Leibes wie Tinte. Wie heißt es noch? Leibes. Leibesvisite? Leibesvisitation, richtig, so ein schweres Wort. Haben sie dann gemacht, nach draußen mussten sie dann anschließend waren sie wieder drin. Und die waren ja nicht doof, die haben, ich hatte ja sowas da drin stehen. Und da haben die ihr Piece drin versteckt, ne? Das ist ganz klar. Ne? Mit Hunden und so, die haben ja nichts gefunden, die waren ja alle durcheinander. Das ist ja so. Ja. Wir wollen uns mal vor der Tür unterhalten. Komm mal mit. Ja, klar. Vor der Tür kommen wir halt. Komm sofort wieder. Ist in Ordnung. Ja, jetzt bin ich das los. Das ist ja auch wichtig für mich. So. Ja, klar. Ja, ja, verstehen Sie. Sitze ich noch richtig? Ja, ne, ich sitze auch richtig, ne? Ich sitze auch richtig.
erzähl mir mal ein bisschen von heute so. Ich meine, wie der ganze Tag bei dir so läuft. Ja, ich stehe morgens. Erstmal zur Nacht, ich krieg zur Nachtzeit meine Medizin, so gegen 10, halb 11. Dann nehme ich die ein, dann schlafe ich, Kater am Ende. Bei mir am Fußende der Kater. Ja, morgens wache ich dann so auf gegen 7 oder ich werde geweckt. Wenn ich sehen will, dann werde ich geweckt. Ja, dann waschen, rasieren, das Übliche. An 7:30 das Frühstück. Ja, und dann Zimmer sauber machen, montags, donnerstags. Zweimal duschen die Woche, dienstags und freitags. Das mache ich von mir aus, also das habe ich für mich so. Das muss man machen, gehen. Und dann so um 8 Uhr trinke ich noch meinen Kaffee hier. Und wenn ich eine Aufgabe habe, Zimmer sauber machen, oder ich muss hier fegen, diese Woche bin ich mit Fegen dran, dann gehe ich jetzt um 8:30 in die BT. Und dann sind schon Aufgaben entweder vom Vortag da oder ich bin kreativ. Sterne machen, anpinseln, werden ausgesägt von Jo oder Werner Holtgräfe sägt jetzt aus, Weihnachtsbäume, die male ich dann an und dann will ich jetzt zu Weihnachten Walnuss, ganz rote Zipfelmütze aus Vlies, Bart ankleben mit Augen drin, auf dem Tannenzapfen auf, mit so einer Heftpistole. Ne, so denkst du, das so, kannst du drauf drücken und klebst drauf. Das ist meine nächste Aufgabe fürs Weihnachtsfest. Und dann habe ich jetzt so Sterne angepinselt in Gelb, mit so Verzierungen dran. Und sowas, das mache ich alles da noch, so zwischendurch. Und dann sonst in Industriearbeiten anliegen. Die packen im Moment so Vogelfutter ein für Vitakraft. Ich weiß gar nicht, wo die hingehen, irgendwo gehen die auch hin. Und dann machen wir für Schleckerpapier, die so Industrie, die werden so zu 10 abgepackt, kommen in so eine Banderole und werden zu 12 Packungen in ein Paket, in so einen Karton rein und dann wird das verschickt. Dann kommen die erstmal auf eine große Palette und dann ist da jede Menge was los. Ja, das ist unsere BT. Ja, dann mache ich, das macht mir Spaß. Und dann, wie gesagt, Dienstags nachmittags in Üben, wenn es geht, diese Kapelle Friedorchester. Und nur schade, der Gitarrist und Sänger, der schaltet jetzt aus, aber da macht er nichts. Dann müssen wir uns jetzt behelfen, weißt du. Wir sind mit Nina, der Bassist, der Schlagzeuger und meine Wenigkeit, ich spiele Keyboard und Klavier. Und dann standen wir schon in den Zeitungen und alles sowas. Ne? Das Sport natürlich an, ne? Dann geht es auch so schnell nicht wieder auf. Ne? Das war für mich natürlich ein Ereignis, ne? Wieder mal nach so und so vielen Jahren. Und dann habe ich auch immer so ein bisschen Ansagen gemacht. Ne? Markus Borke, Markus Kletten habe ich meine Gags gemacht. Vielleicht, dass wir einen Gitarristen finden, suchen zu werden, die finden. Und kann ja sein, dass noch mal irgendwo einer wieder auftaucht. Ne? Das möchte ich gerne weitermachen. Ne? Das gibt mir auch viel. Ne? Aber da ist Musik ja euch am Nagel gehängt. Ne? Ja, aber weiß ja, wie das ist. Ne? Jobbt doch immer. Ne? So was. Weil auch mit den Jahren, vielleicht war damals auch nicht so, dass ich so ein berühmter Musiker war. Ich will weitermachen, egal was. Ich habe ja noch ein Akkordeon und wenn es nicht anders ist, dann muss ich damit ran. Ne? Wir machen ja hier auch donnerstags immer den Singkreis. Wir haben hier mit für ältere Leute und das soll man gar nicht für möglich haben, weil die alle noch singen können. Ne? Das ist so mein Leben hier, so, was ich so mir aufgebaut habe. Ne? Ja, dann spiele ich noch Akkordeon, La Paloma, Schneewalzer und dann sind sie aber, dann kriege ich auch noch Applaus. Das ist ja auch das Schöne für mich.
Nee, verstehst du? Das ist auch Applaus. Das ist auch mein Leben. Ja, den brauchst du, ne? Ja, ich brauch das. Anerkennung, wie nennt man das? Ist das so, ne? Aber du bist schon so geborener Entertainer, was? Bin ich, das stimmt. Das sagt man mir auch nach. Das ist ja auch so, kann ich ja. Ich kann ja so in der Diskothek, da in meiner Diskothek, da muss ich auch vorne stehen. Da war ich der Disc-Jockey und gleichzeitig Geschäftsführer und Chef. Ne? Du hast damals so diese Hochzeit gehabt, dann immer bist du ein bisschen der Versenkung verschwunden. Nach ich hatte eigentlich früher ja immer eine Hochzeit durch die Edeka, durch Dekorateur und was ich da alles gemacht habe. Das lief alles glatt. Das war alles wunderbar. Ne? Dann hatte ich auch mit dem Weiber hatte ich ja immer Stress. Das war ja immer gegangen umgeben, die eine da, die andere weg. Und ja, so war das bei mir. Ich konnte ja auch nichts mehr. Das ist mir alles zugeflogen. Deutsch gesagt. Ne? Ja, und das habe ich jetzt schon nach 30 Jahren habe ich gedacht, Mensch, da war doch noch mal was. Da muss doch irgendwie, ist doch irgendwo noch irgendwas. Und ich freue mich ja sogar über eine Zigarette, wenn mir einer eine Zigarette dreht. So ist das heute. Und früher da habe ich gedacht, ach ja, das ist alles so, das muss man so sein. Ja, und heute muss ich ja schwer was für tun. Ne? Umsonst gibt es nichts. Ne? Auch meine Anlage, ich bin froh, dass ich so weit bin. Warum mache ich ja am 19. die Disco immer oder alle halbe Jahr mache ich da Disco. Alles für Bewohner. Auch da kommt sogar einer aus Oldenburg, ein alter Fried von mir. Der, wo ich Tanzmusik gemacht habe, der kommt hier auch her. Oder Egon Mummel, mein Freund aus Oldenburg. Der wird jetzt pensioniert nächstes Jahr. Ne? Und für den werde ich auch wohl ein bisschen was machen. So. Irgendwo, dass wir so ein kleines Fest machen für ihn, wenn er berentet wird. Ne? Den habe ich ja auch noch, der ist ja immer bei mir gewesen. Das war ja auch, wo ich in Wien war, im LKH. Da. Das heißt, das ist ja Karl Jaspers Klinik. Der war ja immer bei mir, ne? Obwohl ich da war. Karl Jaspers Klinik heißt das jetzt neuerdings, ja. Weil das ist ein guter Kumpel von dir, der dich die ganze Zeit. Das ist ein wirklich guter, der immer bei mir, der wohnt auch bei mir. Wir sind auch früher tanzen gewesen, wir haben gegeneinander Rock'n'Roll getanzt. Das war ja früher Twist, Slop, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll kennst du, Twist und Slop kennst du gar nicht mehr. Aber du weißt, wie die Bewegung, wie das läuft. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ich meine, das haben wir gegeneinander getanzt, da habe ich den erst gemacht, aber er im Rock'n'Roll, da war er immer besser. Und wir sind auch früher, wenn wir los waren, da war Papa noch ganz so, da sind wir nach Brake, hinter Brake war so eine Tanzgaststätte, da war dann Samstagstanz und wir, ich war wie alt war ich, 15, ja, 15. Egon war ein Jahr älter, 16, oder war schon 70, weiß ich auch. Auf jeden Fall sind wir mit Rolli Simus DKW. Rolli Simus DKW sind wir dann hingefahren. Rolli Simus, Roy Flüge, mein Nachbar, Egon Mummel und Emil Penning. Ja, und dann getanzt und jemand kennt uns. Los, geh zu, jetzt hau du hier, mach das mal klar da. Und so fing das alles damals mit den Frauen an. Und da bin ich natürlich auf den Geschmack gekommen. Ne? Das bleibt ja nicht aus. Ne? Ja, so war das, fing das alles damals mit den Frauen an. Und seitdem ist Egon mein bester Freund. Das ist ja auch die Situation, wo ich, was Bobby vorhin drüber gesprochen hat, wo ich tief gefallen bin. Ne? Da wollen, haben einige versucht, noch mit mir vom Fußballverein. Die sind zu mir hergekommen, Emil, kannst du nicht Musik machen bei uns? Wir haben Weihnachtsfest. Ich sage, ich kann nicht, Erich, siehst du das nicht, wie kaputt ich bin? Und Egon wollte ich gar nicht damit mit reinziehen, weißt du? Das war mein Ding alleine. Ist passiert. Naja, ich habe dann nochmal, wenn man das so will, auch immer irgendwo Glück gehabt. Ich bin dann in die Karl-Jaspers-Klinik gekommen, ne, wegen der Sache, und da haben sie mich gut behandelt, bin gut behandelt worden, und dann habe ich ja nachher Bewährung gekriegt.
Ich will das ruhig mal ein bisschen anschneiden. Das ist vielleicht mal ganz gut, dass ich das mal irgendwie loswerde. Und dann bin ich ja nach in die jetzige Karl-Jaspers-Klinik gekommen und da war Egon am Arbeiten, in der Küche hinten. Und nach einem Jahr konnte ich dann bei ihm in die Küche, da hat man mich immer rübergeführt, konnte ich dann bei ihm da arbeiten. Verstehst du, in der Küche mit den Abwaschen machen. Und dann bin ich immer wieder abgeholt worden und so, da ist das noch intensiver geworden zwischen Egon und mir, verstehst du, und seiner Frau. Und die haben mich dann so ein bisschen aufgefangen. Verstehst du? Der Egon hat das alles verstanden. Und der kam mit dem Haus, da durfte ich auch nicht wieder rein. Ne, durch diese Geschichte. Da musste mein Sohn, der hat das geerbt von Opa. Und da musste er mich auszahlen. 50.000 Mark waren das damals noch. Ja, da habe ich auch nicht lange was von gehabt. Ne. Ja, dies und jenes, da und da, und dies und Frauen wieder, und kam das wieder. Die letzte, dann bin ich ja geflüchtet. Ja, und aufgefangen hat Egon mich eigentlich da, in der Geschichte. Da konnte ich mich auslassen, verstehst du? Der hat Verständnis dafür gehabt. Ja, hat auch immer gesagt, dass es passiert, da wollen wir nicht drin rumbohren. Ja, das wühlt dich nur auf. Ja, und dann habe ich auch das Beste draus gemacht. Dann bin ich ja in Bewerbung gegangen und dann war ich ja nachher an der eigenen Wohnung, habe ich mir dann eingerichtet von dem Geld. Und dann hatte ich nachher 75.000 Mark, wollten die von der Brauerei noch haben. Und ich war ja inhaftiert, ich lag ja auf dem Zug. Ich lag auf dem Zug in Innenhof, da steht noch Emil. Ich denke, ich wusste gar nicht, was ist denn? Ja, was ist denn, was willst du? Ja, mir haben sie die Systeme geklaut. Ich sag, geh nach Ripken, hol die neuen, der soll die neuen Systeme einbauen. Nachts hatten sie den ganzen Abend nicht auf, weil keine Systeme da waren, hatten sie mich beklaut da. Und dann bin ich anfangs freiwillig nach Wien gegangen wieder. Und von Wien, dann habe ich da noch eine Zeit lang, war ich da und dann bin ich von Wien aus hier, bin jetzt 11, 12. Jahr hier, bin ich hierher gegangen. Wie alt bist du jetzt noch? Ich bin 63 geworden jetzt. Wann? 5. Oktober. Ja, so, das ist klar. Dann bin ich nachträglich. Ja, danke schön. Kannst du mir einen Kaffee geben? Ja, klar. Bereust du denn irgendwelche von den Sachen, die so damals passiert sind? Nein, überhaupt nicht. Aber bloß, dass das so extrem in Abgrund führte, da habe ich nicht mitgerechnet. Das konnte ich auch nicht ahnen, dass die Droge einen enthemmt. Die Neugierde ist ja da. Ich bin ja sowieso so ein Typ gewesen, ich musste immer alles ausprobieren. Ne? Sei es in der Musik oder in der Droge, ich bin ja ehrlich, ich habe alles ausprobiert. Ne? Da ging, wenn Feierabend war bei mir, Tür zu, dann ging das jetzt richtig los auf der Liege wie zum Schloss. Da haben wir ja richtig auf der Liege wie wir erstmal geraucht. Geld, da schlief Peter drauf ein, auf die Kohle, auf den Bauch, schlief halt die Kohle. Zieh in dem, komm rein und nimm ihm die Kohle weg. Ja, so ein Spaß haben wir alles gehabt. Ne? Ja, das gibt's heute nicht mehr. Wenn ich meinen Laden sauber gehalten hätte und ich selber sauber geblieben wäre, der wäre heute noch. Und diese Geschichte, die und dann bin ich ja hierher gekommen und hier bin ich anders eingestellt worden. Ja, ab und zu drehen wir am Rad, wie man auf Deutsch schon sagt, nee, so wie letztes Jahr mit Jefer und so, da haben sie schon Angst gehabt, jetzt hebt der ganz ab. Ja, Chili war, nee, der hebt mich ab. Nee. Da haben sie ja selber eingesehen, nee, dass da nichts passiert ist. Da haben sie schon gedacht, der hebt ab. Das ist Quatsch!
Ich bin ganz normaler Mensch, will nur meine Ruhe, mein Spaß will ich haben. Und das kann mir mit der Musik eben schön ganz kann mir schön zu Pass passen. Du fühlst dich jetzt wohl? Ich fühle mich wohl dabei, ja. Darum, guck mal, ich gehe da unten arbeiten, da kriege ich 2 Euro am Tag. Ja. Aber besser als nichts. Ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht's gut hier, fühle mich hier wohl, fühle mich geborgen hier und fühle mich, was will ich mit mir? Da ist das so. Andere müssen wir drum kämpfen. Auch heute, guck mal, letztes Mal habe ich ja ganz anders gewählt, als ihr hier wart. Ja. Heute geht das schon ganz anders los. Locker, flocky und so finde ich das auch richtig. Also ich kann mich öffnen auf Deutsch gesagt. Aber wie von draußen waren, das habe ich ja hier mitgekriegt. Wie fühlst du dich jetzt so? Machst du dich jetzt schnell aus? Ja, ganz einfach. Wie kannst du da? Das hast du wieder einlegen können. Nach der Zeit schon mal gesehen. Ja! Markus! Was ist das doch? Das ist doch nicht alles. Und so ist es ja. Das ist so. Das ist ja auch bei dir. Wir haben uns verstanden im Problem. Das ist so. Und da muss man auch so. Da muss man mit den Leuten, mit Therapeuten und Psychologen, die müssen sowas wissen. Sonst kann ich das gar nicht vermitteln. Und darum bin wenn ich ehrlich bin, könnte das. Ich könnte den Jugendlichen davon überzeugen. Also mittlerweile ist das ein Musikorchester, ne? Stimmt, ja klar. Ich kann das nicht vermitteln. Ich bin Diktateur, ich habe die Wege, ich bin handwerklich, ich bin ganz kreativ. Ja. Praktisch, nicht Theorie. Die sehen sogar, die sollst du noch rein. Come on over, baby, warm love, shake. Hallo. Ja. Gestern haben wir in der Rede mit dem Arzt, mit den Ärzten, die waren nur am Lachen. Ja, die erzählen das so lustig. Und dann kam die Bombe. Bombe. Bis dahin nichts mehr. Ende. Weißt du, was ich meine? Ey. Ja. Da war ich dort. Oh, wer ist das denn? Vicky? Ist das Vicky? Nein. Wer denn? Jessie. Oh, Jessie, wir lachen ja schon fast nicht. Ja, du bist ein lieber Struppi, bist du. Schön, siehst du. So, du hast es echt mit Tieren, was? Ja, was denkst du, Tierfreund? Ganz früher Rampe, ich hab zu Hause gehabt. Soll ich das mal vorlesen? Lass mal hören, ey. Ja, ich lass mal hören. Donnerstag, 4. Dezember 2008. NWZ, Seite 33. Oldenburg. Oldenburger Nachricht, ist auch egal. Sieg für Rückweg auf alte Diskothek. Die 8. Oldenburger Kurzfilmtage Zwergwerk sind Vergangenheit. Doch die Preisträger der beiden Wettbewerbe des Festivals dürften auch über den Tag hinaus zufrieden sein. 9 Kurzfilme standen im regionalen Wettbewerb, von dem von der Stadt Oldenburg gestifteten Kurzfilmpreis erkannte das Publikum in der Uni-Aula der Kurzdokumentation Emil von Martin Seedorf, Lars Kempf
und Florian Krämer. Und du bist gar nicht dabei. Ich bin dann Martin. Ach, Kati, Kati ist hier. Gar nicht dabei. Florian Krämer zu. In dem Film geht es um Emil Penning, Betreiber der ehemaligen Oldenburger Diskothek Tiffany. So, das ist der erste Preis gewesen. Ist ja schon witzig, wenn man darüber nachdenkt, dass die NWZ damals über das Tiffany sicherlich nicht so positiv geschrieben hat, nie, wie jetzt über den Film. Nie. Die wollen mich auch ködern. Die wissen doch, dass ich in Kloppenburg mit der MT zusammen mache. Ja. Mit dem Krieger. Verstehst du? Das ist der Redakteur, der extra den Artikel hier abgeholt hat. Der schreibt da und macht einen großen Bericht. Den kriegst du auch. Wir bleiben ja in Verbindung, das ist ja gar nicht. Und wenn die mir blöde kommt, weißt du, was ich denn wieder mache? Ich bin Urlaub hier. Das ist für mich Urlaub jetzt hier. Und ich wusste, als du angehst, dass wir erfreulich ist, dass wir den ersten Preis gemacht haben, da habe ich gedacht, so, jetzt ist Schluss, ich ärgere mich nicht mehr, ich will das wissen. Und schon war ich da ein paar Tage, da kam sie an mit der Zeitung und sagte, wenn sie stehen in der Zeitung. Und dann kamst du, du kamst erst und nächsten Tag stand es in der Zeitung, da können sie stehen in der Zeitung, sie haben den ersten Preis herzlichen Glückwunsch. Ich sagte, woher zeigen? Da habe ich doch Gott sei Dank gar nicht was los, was sagt er mir, verstehst du? Ja, so ist das gekommen. Jetzt, aber du bist doch nicht wirklich wegen dem Film, also wegen dem ersten Film. Nein, nee, ich war depressiv, ey. Das war festgefahren. Das ganze Klima da hinten, das hat mir nicht mehr gepasst. Das hast du ja auch wohl gemerkt. Ja, klar. Ja, ich das mehr, bei solchen, wie ich sauer war, das hast du wohl gemerkt. Und das war, dann bekam die mit erfreuliche Sache noch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt fährst du direkt dahin. Ich selber da hinten meine Sachen gepackt, ein Taxi, tschüss, abends war das. Um 10:30 kam ich da an. Hey, das ist immer ein Telefon, das finde ich jetzt sehr geil. Er hat Penning jetzt verstanden, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Da hat Penning jetzt wieder an der Strippe. Ja. Ist doch geil. Penning spricht ein bisschen auswendig. Ist doch schön. So viel Zeit vor dem Rechner. Ist das schön. Ist das schön. Und wir müssen ja auch immer mal einen Endpunkt finden. Ja, genau. Also drei, also wir haben jetzt ja drei Interviews. Ja, das machst du mal, das machst du mal. Du hast das ja studiert. Ja, studiert habe ich das nicht. Weil immer das so halb halt. Die hätte mich so oder so die Zwangsreise gegeben. Weil ich körperlich nicht mehr fand. Ich habe die 800 Dinger da gemacht. Verstehst du, das war mein Unterwerb. Ja. Wir haben die Tabletten morgens und mittags abends zusammen alle auf einmal genommen. Nee, um das zu schaffen, um meine Weihnachtssachen fertig zu machen. Das liegt mir am Herzen, sowas. Ne? Da kann man mich doch nicht einfach rausreißen. Also meinst du diese, was hast du noch? Weihnachtsmänner und alles für Weihnachtsdeko. Ja. Und die verkaufen das und ich guck durch die Röhre. Die wollten mich gerne klein haben, noch mehr Tabletten aufkommen, noch mehr. Und jetzt bin ich richtig eingestellt, verstehst du? Das haben sie erkannt. Mit dem Penning müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also, weil die anderen, die sagen ja nichts. Und ich merke, wenn ich eine Veränderung mit Tabletten, verstehst du? Ja. Das merke ich. Und mir jetzt ist gut eingestellt, ich sehe das alles locker weg. Und das ist die Priorität, muss ich setzen, mir selber sagen, Inge, was willst du jetzt? Willst du bekannt bekloppt werden oder willst du noch weitermachen? Und ich mache weiter. Und ich bestimme jetzt da hinten, wenn ich telefoniere und so. Und dafür brauche ich, wenn ich da wieder hinfahre, die 15er Karte, wenn ich dich noch erreichen kann. Da musst du ein bisschen an mich denken. Scheiße, ich hab Durst wieder. Junge, ich hab da drin gesehen, dass ich irgendwann auf der Bühne stehe. So, und ich wollte das einfach mal. Und ich wollte richtig Showmaster wollte ich werden. Jetzt Ansagen und so. Aber dann hat sich das mit Musik gegeben, habe ich das auch da gemacht. Die Ansagen musste ich alle machen. Bogen, sie in Bokel, sie in Jello, sie in bei den großen Kneten, wo Trio herkommt, bei Kempermann, bei Walter Willers. Also du wusstest schon mit 9 Jahren, dass du Entertainer werden willst. Das wollte ich immer werden, ja. Mindestens, wenn nicht schon früher. Ich höre ja grundsätzlich nur NDR 2. Weißt du, wo Steffen gestern Abend war? Nee. Bei Sky Saxon.
Kennst du nicht die Seeds? Das kann ich alles nicht. Müsst ihr mir besuchen. Ich kenne nur Tapa, Pink Floyd, Fish von Edge, Little Feet, The Doors, heißt ja die Ausstellung, Doors. Eingeladener Gast. Ja. Ich lade mich mal öfter ein. So. Daher wird das noch zur Gewohnheit. Dann ruf ich dich an. Dann ruf ich dich an, du komm mal hin vorbei, ich hab Kaffee dort. Was denkst du denn? Aber du stehst ja so im Licht, ey. Sonne. So soll ich mich so hinstellen. Nö, schön. Schon mal. Ja, lieber eine Erleuchtung, zu haben, als keine Erleuchtung zu sein. Habe ich auch gerade gedacht. Ne? Die Lichtgestalt eben keine. Jetzt hast du ein wenig bis dahinter gekommen, wer ich bin. Ne? Recherchiert hast du. Klar, also wir haben uns halt auch unterhalten. Ja, logisch. Ja. Weißt du, was ich vergessen habe? Nee. Ich wollte dir noch den Preis zeigen. Ach, lass mal den Preis lass mal stecken. Die Hauptsache, du hast den. Nee, den holen wir nachher nochmal raus. Ich will den nochmal zeigen. Ach so. Ich meine, ist jetzt auch nicht so toll. Bestehst halt du so, ja jetzt ist halt so ein kleiner Gartenzwerg vergoldet. Ach, auch noch Gold. Ich habe ja keine Gold in den Zähne. Brauche ich nicht. Ja. Dann habe ich natürlich auf dem Bett liegen lassen. Auf ist doch egal. So nervös war er. Wie klappt das mit dem... Ich hab geschlafen wie ein Baum, ich wusste doch, was auf mich zukommt. Ja, ich war doch nicht so oft vor Kameras wie du. Ich stand in der Wenn überhaupt dann dahinter. Entweder gehörst du dazu, mit Martin und ich mit oder gar nichts. Oder er füllt nur unsere Füße, dann wissen wir genau, wer Martin ist und wer ihn ist. Ich glaube, das kapierst du, was ich meine. Ja, das ist nicht kapiert. Also wie gesagt, beim Film wird er auf jeden Fall hinkommen. Mit Martin und ein Film von Emil Penning. Hast du jetzt das kapiert mit Martin? Hast du jetzt wenig kapiert? Ja, ist ja gut. 1945 bin ich geboren, 9 Monate vorher. Das Täter, also im Januar, muss ich gezeugt worden sein, irgendwo im Jahre 1945. Im Januar muss ich gezeugt. Da haben sie, vorher waren sie auch verheiratet, sonst hätte er das dann mit dem Standesamt nicht genommen. Also war das ja die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs? Ja, da bin ich noch gezeugt. Genau, 1 Monat danach wurdest du geboren. Ja. Und dann hast du diese komplette Geschichte abgeliefert. Ja, das bin ich. Emil Penning. Emil. Und das passiert jetzt. Was gut, dass du das darum habe ich mal. Das ist klasse, dass du das so siehst. Siehst du? Naja, auf jeden Fall schreiben halt unheimlich viele Leute E-Mails an das Zwergwerk, beziehungsweise an Oldenburg 1, wie der Film ja auch schon lief. Und alle fragen halt nach dem Film. Und es ging sogar so weit, dass die vom Zwergwerk schon vom Emil war angesprochen haben. Oh. Der neue Emil. Siehst du? Hab ich dir gesagt? Ich hab das gewusst. Ihr habt das, du hast das im Unterbewusstsein, hast du das auch ganz gut. Ihr habt mich den Film gemacht. Über mich, der gut. Er mich interviewt, ich hab dich nicht vergessen. Du saßt auf dem Stuhl, ich im Sessel. Halt, wie weit kannst du jetzt gehen? Da habe ich mich ja gar nicht geöffnet. Ich öffne mich ja jetzt. Dann sagen die du da im Stehen hast, das wusste ich schon lange. Ne? Die kannten mich ja überhaupt gar nicht. Die meinen mich zu kennen. Ja. Hast du jetzt mitgekriegt? Ja, klar. Ich meine, du warst halt damals die Person, die das Tiffany hatte. Irgendwie jeder wusste, Emil Penning hat das Tiffany. Ja. Irgendwie stadtbekannter Laden, hast immer Stress mit der NWZ gehabt. Ja. War ständig in der Zeitung. Vor allen Dingen, also ich meine, du hast ich hatte meine Tütung gehabt. Ich hatte mir eine Tütung gekauft mit Evi in Köln. Eine Boutique wollte. Habe ich Evi eine Boutique eröffnet. Eine Staulinie, Staupassage. Da ist so ein Chinese und innen drin war so ein Feuerraum. Den habe ich dann gemietet. Die Pütung habe ich aus Köln geholt und mit dieser Pütung bin ich in Oldenburg vor der MBZ. Habe ich eine Anzeige aufgegeben, 4 Jahre Tiffany mit Tiffany 4 Jahre und so weiter. Habe ich dann aufgegeben, die Anzeige, und kommt wieder raus. Da hängt ein Knoll da vorne, so ein, weißt du, so ein Papier da, was stand drauf, wir müssen das und das bezahlen oder gleich 20 Mark, was die von mir haben wollen. Ich sah ihn noch, ich dachte, komm mal her, Kofferraum, ja, komm mal her, komm mal dichter ran, hier habe ich meine Kohle, dann mach den Kofferraum und die Bütte und so, er weg in der NWZ, ich die Bütte um hin und her,
aus der MWZ raus in die Buchladen vor der Kirche, da bei MWZ, an der Peterstraße. Ne? Er gelaufen und dann, was kommt? Aufgebucht von Polizei, 4 Polizeiwagen. Die haben die Tür von außen zugehalten, damit ich nicht rauskomme. Da war der Uwe Marunde. Das habe ich auch geschrieben. Der Uwe Marunde, das war der Polizist, wo ich vertrauensvoll war. Und der sagt, ich sage, ist doch nichts passiert, was ist denn passiert? Was machst du denn schon wieder? Sag ich, du kennst mich. Ich bezahle mir eine Anzeige auf und soll noch 20 Mark dazu bezahlen. Das, wo gibt es wohl so was? Ja. Ne? Das stand auch übrigens auf der Fidschi-Insel auch in der Zeitung. Auf der Fidschi? Auf der Fidschi-Insel stand das unter Dings. Dann kamen die Pillen, die Mikros, ne? Einer eingeklinkt. Gab uns einen aus. Zilli war da, Tina war da, Uwe Kallmann war da, Imme Pelling hat Musik gemacht, auch gleichzeitig mit bedient da vorne. Was, die waren ja so angegangen, was ist das für eine wie krieg mal die Bagovi? So weit, ja, ich kam aus London wieder, ne? Hatte ich mir dann aufgeschwört bis zum Wochenende. Und dann habe ich die gedacht, und dann sagte ich, wo kennt man? Ich sagte, du musst nach Gubi gehen. Der will nach Gubi, haben die nicht da. Das war klar, ich habe das aus London geholt oder Amsterdam. Immer die neuesten abzudichten Sachen hatte ich da. Aber alles für mein Publikum getan. Und der. Du hast auch schon immer und, so deine, du hast auch für dein Publikum immer so diese Standardgeschichte, die du immer schon so außen erzählst, so, oder? Ja. Also ich meine, das ist genau die Geschichte, die auch immer im Buch steht. Ja. Also die, ja, die hast du in jedem Interview so. Also ja, also du merkst auf jeden Fall echt, dass du so diesen Entertainer in dir drin hast, dass du ganz genau weißt, wie du dich auch verkaufen kannst. Das macht nichts. Ich sag ja, wir haben unser eigener Manager. Ich meine, wir haben uns ja schon so oft unterhalten, dass das mir das einfach auffällt, weißt du? Immer ist ja super, hat ja jeder. Ja. Das ist halt seine Story, so, die er irgendwie erzählt. Wo war ich jetzt bei dem, bei der Polizei kam und mit raus und danach, was kam da noch? Mit den Einklinken, ich war beim Einklinken. Genau. Dieser Zilli fing an, mir zieht das in die Beine. Ich sage, Zilli, mir zieht das auch in die Beine. So ein Kribbeln, ne? Ich denke, hier stimmt was nicht. Ich sage, komm mal her, was hast du hier gemacht für eine Scheiße? Ich sag, du kommst hier nicht, ich tu dir nichts. Aber geh bitte über den Sportplatz nach Hause. Und wo du dann bleibst, das ist mir scheißegal. Ich habe ihn nicht angerührt. Und dann habe ich mal ein Pech gehabt, dann habe ich hier ein Glas reingekriegt, das siehst du wohl hier. So, das war vorne in der... Also ich sehe es nicht, das hast du auch schon öfter erzählt, aber ich sehe die Namen. Hier jetzt. Ach, okay. Da oben, ja. Da habe ich einen reingekriegt. War ein schöner Abend, es lief wunderbar. Dann plötzlich kam eine 50-Jährige. So, ich sage, du pass mal auf, du musst nach Hause gehen. Das geht nicht, dass du hier bleibst, du bist zu jung. Ja, nix. Und da saßen zwei Jüngere, 18 Jahre oder 19-Jährige, was sie gesehen haben. Habt ihr Probleme? Ich sage, habt ihr Probleme? Ich ging wieder zurück. Und in dem gleichen Augenblick kommt er von hinten. Ja, das belastet mich immer noch. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das alles. Das war. Also, du meinst, wenn du da nicht verletzt worden wärst, dann wäre da habe ich ewig Tingeln. Also, musst du alles in eine Führung gehen oder in also, alles in diesem einen Jahr. In dem einen Jahr. Dann fing das an mit dem Vorstrafen. 36 Vorstrafen, wieder und dann gehen die schon ein Ärger ins Schwein. Die haben dir wie viele, also 36 Vorstrafen? 36 Vorstrafen, Körperverletzung, Widerstand gegen Staatsbürger, öffentlichen Ärger, mit meinem Ferkel vor Leffers-Eck, die Wurstbude eingenebelt, Gustav hieß mein Schwein. Wir werden noch viel Spaß haben, Mann. Zu dir habe ich Vertrauen, fertig, du hast... Ihr wart die Ersten, die da waren, Lars auch. Ihr wart die Ersten, die da waren und dann lass uns das machen, das Ding. Ja, ziehen wir durch. Jetzt kennen Sie mich also. Ja, 20 Jahre hier, jetzt kennen Sie mich wieder, ne? Da war nur am Kopf. Und dann kamen die großen Geschichten. Im Untergrund. Das ist wieder schon. Die verwirren, was ich meine. Und da haben sie mich auch ein bisschen kühn. So ein bisschen angestachelt, verstehst du? Ich denke, jetzt kriegen sie jetzt alle wieder. So, dass ich denen, die schlecht über mich geredet haben, die kriegen das wieder. Verstehst du? Dass ich auch eine gute Seite habe. Ich hatte ja alles. Das ist ja auch alles 20 Jahre. Ja, trotzdem, aber ich hatte eine gute Seite auch. Das dürfen die nicht vergessen. Ja, aber ich bin gute Seite. Weil auch nicht alles nur schlecht.
Die haben ja dann oben Kameras dann gegenüber, da haben wir alle. Ich glaube aber auch nicht, dass die Leute, die damals im Tiffany waren, die wollen so schlecht sehen. Ganz im Gegenteil. Nee, hast du den Brief? Den Brief hast du ja nicht gelesen. Ja. Nein, das sind so Trittbrettfahrer, weißt du? Ich kenne den Augenbeißen. Weißt du, wie die sind? Ja, das sind einfach, ich denke, du warst damals halt eine bekannte Gestalt in Oldenburg, die kennen alle deinen Namen, aber das heißt ja nicht, dass du die ganzen Namen kennst, zwangsläufig. Nee. Ne? Die waren bestimmt Politik oder was und haben mich mal erlebt oder in der Stadt, wo ich mit einem Wolfsmantel und Ferkel an der Leine rumgelaufen bin und alles. Ich habe doch nur Werbung, das war doch nur Reklame. Ja. Verstehst du, fürs Tiffany. Heute ist es einfach 20 Jahre her und da gehört das einfach zur Geschichte der Stadt gewissermaßen. So sieht das aus. Und das habe ich auch gewusst, Mann. Da kannst du mich mal angucken. Irgendwann kommt die kleine Flamme, so. Verstehst du? Ja. Irgendwann geht die kleine Flamme wieder größer. Ja. Es tut mir nur leid um meinen Sohn, dass der das nicht einsieht, dass ich ihn brauche. Ne? Verstehst du? Vater und Sohn. Ich habe einen toffen Sohn. Der ist Koch, Pudding, fall da nicht rein. Vater ist geklappt und er ist Koch im Ministerium. Das hat er gelernt. Koch ist Linkshändler und die sollen da gut kochen können. Aber meinst du nicht, dass du vielleicht jetzt nochmal durch diese ganze Aufmerksamkeit und durch die Filme und all das Interesse, was dir jetzt wieder entgegengebracht wird, vielleicht mal wieder in Kontakt zu ihm knüpfen könntest? Ja? Also ich meine, er liest ja auch, dass du in der Zeitung bist. Aber ich lasse ihn kommen. Ist besser. Ich habe mir das überlegt. Ja. Ich habe einmal den Fehler gemacht, hat er mich bloßgestellt. Konnte ich die Blumen, bin nach Lastrup gefahren, habe Frau Görs die Blumen geschenkt. Verstehst du? Mein Sohn, da hat er mich bloßgestellt. Ne? Habe ich nur noch geübt von dem Tag an. Ja. Und das oben weg. Ich habe das weggedrückt, verstehst du? Moin. Ach, siehst du, das ist Mülleimer. Haben wir doch da. Wie viel ist von dem Emil damals noch in diesem Emil heute jetzt? Alles noch. Alles noch da? Alles noch da. Ich habe Musik gemacht, ich mache wieder Live-Musik, habe da angesetzt, mit Kapelle gegründet, so, mitgegründet, so, und jetzt habe ich alles, was ich haben will, und jetzt genieße ich das. Ja. Verstehst du? Jetzt bist du gekommen, Lars, Martin und Kati Witt ist auch mit dabei, und jetzt gehen wir auf den Spielplatz. Einmal Rutsche runter. Einmal die Rutsche runter. Du willst doch nicht für die Rutsche. Ja. Hat doch was. Und du kommst auch immer mehr auf die Hose, ich merke das schon. Häufig ist mein auf die Hose, ne? Wie wolltest du das? Du hast so ein bisschen vorsichtig bist du mir gegenüber. Du kannst dich äußern, ich gebe dir die passende Antwort. Wenn zu viel wird, sagst du einfach, nee, das wollen wir nicht. Kannst du sagen, dann höre ich da drauf. Ja, du siehst das aus dem Publikum, du siehst das von der Sicht. Du bist ganz wildfremd, du kennst mich überhaupt nicht. Und jetzt bist du plötzlich da und wirst mit so einer Geschichte konfrontiert, was wir zufällig machen. Und wenn du eins zum Besten gehst, war es dann nach. So. Du hast nach dem Interview, das war ja ungefähr um Weihnachten rum, hast du dann extra nochmal angerufen. Ja, einen Tag vor Heiligabend. Da hat sie mir gesagt, Emil, bitte lass uns in Ruhe, du hast uns so viel Leid zugefügt. Alle diese frohe Weihnachten, ja frohe Weihnachten, ich wollte nur wissen, was Jens macht. Ja, dem geht das gut, der hat eine schöne Frau und zwei Kinder. Da wusste ich nach 32 Jahren erst, dass ich Opa bin, das tut mir auch weh, du. Das hat mir weh getan, du. Oh Mensch, du.
Mein Bruder ist ja da. Die kommen ja auch mal, die kommen ja auch mal irgendwann aus der Hose. Alleine diese Aktion, die wir jetzt machen zusammen, irgendwann werden die, kriegen die das mit. Ist ja ganz klar. Hier, ich hoffe, auf die Schaukel da. Wie ich so bin, wie so ein kleines Kind bin ich immer gewesen. Hab nur einen Kinderverstand. Wie mein Arsch tut mir weh, oder? Da, jetzt kommt die Tankstelle, die Tiffany. In dem Hochhaus, da stand mein Tiffany. So viele Tote, die da an der Theke saßen, die kann ich gar nicht mehr zählen, die schon den Löffel abgegeben haben, weil reingeknallt, geballert haben sie sich die. Birne voll geballert und dann sind sie alle abgeflogen. 1,80 Meter runter in den Himmel. Da oben haben sie immer gefehlt. Von der BTG schon halt. Und hier, von oben. Also hier oben saßen sie drin? Ja, hier und dann rübergefahren. Das wäre ja alles, ist ja alles Tiffany gewesen. Nach bis dahin zum Grün. Bis zum Grün war die große Tiffany da. Wollt ihr die Leute vermissen das hier? Die Leute vermissen das. Die vermissen das. Die eigentlich schon tot sind. Die vorne bei mir vor der Theke sitzen. Gesessen haben. Aber wenn du jetzt hier bist, also du wirkst jetzt nicht so, als ob du unglaublich sentimental wärst. Ach. Keineswegs, das ist ja in Ordnung dafür, was Anständiges hinzukommen. Das ist vielleicht besser so. Konsumscheiße. Da haben wir die Konsumscheiße. An uns haben sie nicht gedacht. Das wollten sie weg, ausmisten. Die wollten sie doch weg haben. Wir sind doch ein Abschaum der Menschheit. Heißt das doch, ja. Da laufen sie. Guck mal, von der Autobahn haben sie eine Razzia gemacht. Ja. Alles nichts gewesen. Also ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen erwartet, dass die ganzen Bilder jetzt ein bisschen sentimentaler werden. Nee, ein bisschen sentimental im Gegenteil. Ich finde das gut, wenn die da was von machen. Aber die Strafe kriegen sie irgendwann auch. Dann sind sie auch pleite, genau wie die anderen. Meinst du, denen geht das besser als uns? Wahrscheinlich wird das genauso laufen. Ach, die können da auch nichts mitnehmen ins Grab. Aber du hast ja schon die eine oder andere Spiele gegen die ganzen Laden verkauft. Ja, das ist der erste Preis, ja. Das ist der erste Preis. Ich kann ihn noch einen kleinen Garten kriegen. Was glaubst du eigentlich, was der Film für dich jetzt ausmacht? Also ich meine, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, das war schon klar. Dass irgendwo, irgendwie einer, das ist mit dem kleinen Lichtlein, verstehst du? Das weißt du, was ich meine. Das brennt nicht. Es ist nicht ausgegangen. Das ist natürlich ausgegangen, wenn ich durchgedreht habe in der Klasse. Wenn ich auf E4, auf geschlossene Forense, wenn ich auf eine Forense gekommen. Aber im letzten Jahr ist ja eigentlich wahnsinnig viel passiert für dich so. Ja, logisch. Das ganze Jahr. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du jetzt wieder in Oldenburg bist. Das ist irgendwie auch ein Resultat davon, dass du diese ganze Aufmerksamkeit wieder bekommen hast. Weißt du, dass die Leute dich wieder entdeckt haben? Ich muss da mal zurück. Mal aufräumen. Verstehst du? Mit Egon sehe ich jetzt durchgehend. Verstehst du? Das ist ganz wichtig. Das ist mein Freund und das bleibt auch mein Freund. Den Widder, den kann mir keiner nehmen. Ich bin der Waage. Ich bin jetzt so, weil ich hier sitze, so diesen Kennzahn. Ne? Wenn das nur so ist, das gewesen. Du, das war vor einem Jahr so schief. Schieflage. Jetzt langsam, ich habe mich selber dahin katapultiert. Nicht so, so. Ich meine, was ist jetzt mit dem Freak-Orchester? Ja, weißt du, du hast mir letzten Wochen auch erzählt, dass du ganz viel gemacht hast in Lastschuhe. Also so ist das nicht, wenn ich nicht da bin. Nicht, auch die vom Freak-Orchester, die machen weiter. Irgendwann kommt da mal ein Gitarrist oder irgendein Bassist. Ne, und ich bin ja sowieso dabei, das weiß er. Da will ich auch wieder hin, das machen. Aber ab und zu mache ich dann mal Urlaub hier und fertig. Damit hier, und die kommen schon von alleine an, die was von mir wollen. Die wissen ja, Herbert Hof ist auch, der besucht mich, ich am Moment, wenn ich jetzt, fahre ich ja hier hin. Also das heißt, wenn du Anfang nächsten Jahres wieder zurück in Lastow bist, dann steigst du auch wieder voll beim Freak Orchester rein. Ja, klar, logisch.
Das war viel zu viel, habe ich da investiert. Verstehst du? Der Markus hörte ja auf, einfach. Im Film hat er noch erzählt, er macht weiter. Ja, was sollst du denn glauben? Da war ich erstmal geknickt. Ja, mit ihm habe ich musikalisch gut verstanden. Arthur. Oh, ein klasse Sänger, ey. Ja, logisch. Ja, das ist ein klasse Sänger. Darum ja. Jetzt muss ich das alleine machen. Jetzt müssen wir so lange warten. Ich mache das so weiter und fertig. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Aber vermisst du nicht die ganzen Sachen im Stift ein bisschen? Ich vermisse mich. Also, du warst ja schon mal, in diesem ganzen Heimleben schon integriert und hast da viel getan. Ja, hier, guck mal. Ja, die weiß Bescheid. Das ist eine Sie, ne? Das ist eine Sie, ne? Muschi, siehst du. Du riechst mein Mikesch, wa? Sie riecht mein Mikesch. Ne? Ja. Hast du gesehen vorhin, der Hund mit drei Beinen, der kam direkt auf mich zu. Ja. Tiere merken genau, was los ist. Der Meiler wollte mit. Er hat sie den Koffer packt, da hat er sich hinten zwischen Jacken und so, hat er sich in den Wolle mit. Ich sag, du kannst nicht mehr. Das fühlen die Katzen doch. Wenn einer hier tierlieb ist. Achso, ja, da hau ich ja ab. Wiedersehen. Hey, guck mal meine linke Linie an. Ja, weg ist er. Gehen in die Ehrenanstalt. So ist das, wird das genannt. Geil. Gut.